tippen sie die Rechnungen noch vorhanden ihres Systems ein. Die Zeiten sind vorbei. Mit dem Sorba-Kredit-Postfach und der automatischen Belegerkennung passiert der ganze Prozess komplett automatisch. Ihre Lieferanten und Rechnungssteller schicken die Rechnung an eine Mailadresse, die mit ihrem MySorba gekoppelt ist. Die Rechnung wird automatisch ihres MySorba übertragen und erscheint in der Visumskontrolle. Da können Sie jetzt pro Lieferant Vorlagen zur Belegerkennung definieren. Haben Sie die einmal definiert, werden die benötigten Informationen vom Beleg, wie beispielsweise die Rechnungsnummer, Bemerkungen, Zahlungskonditionen und alle im Swiss QR-Code enthaltenen Zahlungsinformationen automatisch erkannt. Damit können Sie direkt zur Verbuchung wechseln, ohne in Kontakt mit Papier zu kommen. Auch die Erfassung der Belegerkennungsvorlage ist ganz einfach. Dafür gehen wir detaillierter auf den Prozess in Ihrem MySorba ein. Die meisten Informationen von einem Beleg sind heutzutage schon im Swiss QR-Code enthalten. Die Informationen werden vom MySorba automatisch erfasst. Sollte der Lieferant nicht alle wesentlichen Informationen im Swiss QR-Code einprogrammiert haben oder sogar gar keinen QR-Zahlteil mitsenden, können die anderen wesentlichen Angaben mit dem Vorlagenmanager automatisch herausgefiltert werden. In dieser Rechnung ist beispielsweise die Rechnungsnummer nicht enthalten. Um für einen Lieferanten eine neue Vorlage zu erstellen, klicken wir per Rechtsklick auf den Beleg und wählen «Vorlage für diesen Beleg erstellen». Beachten Sie, dass Sie für die Erstellung einer Vorlage beim Lieferant seine QR-IBAN hinterlegt haben müssen. In der Vorlage können wir jetzt definieren, wo sich die zu erfassenden Informationen im Beleg befinden. Um jetzt ein Feld für die Maske zu definieren, klicken und ziehen Sie in der Bildschirmvorschau den entsprechenden Bereich auf. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich ein Dropdown-Menü, in welchem jetzt definiert wird, welche Informationen das Feld beinhaltet. Über das 3-Punkte-Menü kann jetzt eine Vorgabe definiert werden, um die Erkennung zu verbessern. Über den Button «Vorschau» wird angezeigt, welche Informationen im Feld erkannt worden sind. Enthält das Feld mehr Text, wie beispielsweise Zahlungskonditionen oder Bemerkungen, kann der Haken bei mehreren Wörtern gesetzt werden, damit nicht gerade beim ersten Leerschlag gestoppt wird. Sind alle Informationen erfasst, kann über «Speichern schließen» die Vorlage gespeichert werden. Wir haben jetzt die Vorlage für diesen Lieferant erstellt. In Zukunft können jetzt die Belege von diesem Lieferant analysiert werden, indem wir per Rechtsklick auf «Analyse» klicken. Wir sehen, wie automatisch alle benötigten Informationen erkannt und übernommen worden sind. Es kann jetzt anschliessend direkt den Kreditorenbeleg erfasst und verbucht werden. Dabei werden die analysierten Informationen automatisch ergänzt. Zusammengefasst bietet Ihnen die Lösung folgende Vorteile. Der manuelle Erfassungsaufwand sinkt nicht nur, er entfällt ganz. Rechnungen erscheinen direkt in Ihrem MySorba. Beleginformationen wie die Rechnungsnummern, Bemerkungen etc. werden automatisch erkannt. Fehler werden reduziert, weil Sie keine IBAN oder Referenznummern mehr manuell abtippen müssen, sondern die automatisch erkannt werden. Sie sparen enorm viel Zeit, weil Sie keine Rechnung mehr von Hand abtippen müssen. Wollen Sie die Vorteile dieser Lösung selber live sehen? Gerne beraten wir Sie. Kontaktieren Sie uns.